Ich möchte mir die Blendgranate erstmal aufheben, wenn ich den besiegt habe und dann diese ganzen Haufen Gegner kommt. Und dann möchte ich die Leuchtpistole danach benutzen. Dann habe ich gleich nichts mehr. Einzureden, dass ich einfach abzitieren und sterben soll. The scope of this horror was unimaginable. It would have been so much easier to let go. Everything he saw was a twisted memory. It burns! Blatt. Mit der neuen Taschenlampe geht's wenigstens recht schnell. He knew he could just let go. A part of him had already done it. It was finished. So, jetzt. Blendgranate bereit halten. Leuchtpistole. In your face! It's all in your head. You've been making it up. Really, Wade? Really, Wade? Come on. Your delusions. Whoa. Why is this happening to me? Lodge. No. No. Harper. There's no way out. No way out. No, I don't remember what brought us to this. What places we blindly passed, what turns we missed, when things really mattered.
simply being was easy. Just having you there. Genau, das war Folge 7 im Grunde. Und jetzt kommt scheinbar das Original, der Originalabspann auch nochmal mit Major Tom. Okay, brauche ich nicht hören. Ach, der Song heißt übrigens nicht Major Tom, sondern Space Oddity natürlich. Genau, das war Folge 7. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die nächste Special-Folge spiele ich jetzt auch noch, aber ich mache noch eine kurze Pause. Danach mache ich direkt weiter, aber das schneide ich eh raus. Genau, jetzt sind wir... Genau, worum ging es jetzt? Jetzt ging es nicht nur darum, diese so Effekthascherei zu zeigen und sowas, es ging jetzt darum, wie er versucht, die Geschichte umzuschreiben. Und das Erste, was wir jetzt gemacht haben, war halt, seinen klaren Kopf zurückzubekommen. Das sah jetzt zwar nicht so aus, aber jetzt haben wir es zum Beispiel erstmal geschafft, dass er für sich entschieden hat, ach so, ich bin im Dark Place, ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wer ich bin. Das haben wir jetzt zurückgeholt. In der nächsten Folge geht es erstmal darum, ob wir es schaffen, dass er arbeitsfähig ist oder auch vielleicht auch wieder rauszukommen. Bis dahin. Ciao. Herzlich willkommen zurück zu Alan Wake. Einem großartigen Spiel, meiner Meinung nach. Bevor wir anfangen, bevor wir uns in die allerletzte Folge stürzen, in die Special Folge 2 oder für mich Folge 8,
möchte ich noch was erzählen. Und zwar habe ich jetzt gestern an einem Stück durch das Büchlein gelesen, was mit in der Collector's Edition drin war. Das heißt die Alan Wake Files. Und es war ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Und tatsächlich sogar noch besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Deswegen hatte ich es vorher auch nie angefangen zu lesen. Ich habe mal nur mal durchgeblättert und so ein bisschen geguckt, worum es da geht. Und holy shit, echt geiles Ding. Darum ist nicht so, dass es um einen Reporter geht, der quasi Albträume hat und quasi einen ähnlichen Traum wie Alan selbst. Das hier mit dem Leuchtturm und sowas. Nur ist er halt anstatt so einen Mann in so einer Sportjacke, den wir gesehen haben, am Anfang des Spiels, der meinte, hey, Alan, ich bin Sam, dein Kumpel, bla bla, schnell geh in die Hütte. Und dann so ziemlich episch getötet wurde. No! Damn it, die! No! 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 Bei ihm, in seinem Traum war es halt Alan und er kannte den nicht. Er hat angefangen, sehr, ich sag mal, obsessiv zu werden. So ein bisschen wie der Hauptcharakter in Unheimliche Begegnungen der dritten Art. Und seine Familie richtig zu verschrecken. Naja, mehr wie Jake Gyllenhaal in Zodiac eigentlich. Und hat versucht, das herauszufinden, hat irgendwie sein Familienleben irgendwie kaputt gemacht dadurch, weil er dann so fanatisch nach Hinweisen gesucht hat und versucht hat herauszufinden, was los ist. Und hat dann herausgefunden, was das Alan Wake, also unser Autor ist, und den Ort Bright Falls kennengelernt. Und ist dann als Reporter halt in die Stadt Bright Falls und hat dann nach den Geschehnissen, also quasi nach Folge 6, nachdem da alles, nachdem das Hirschfest vorbei war, dann angefangen, Nachforschungen anzustellen. Und hat dabei dann halt die Notizen von Agent Nightingale gefunden und dann versucht daraus einen Sinn zu finden. Genau, da oben in dem in der Lüftung ist übrigens auch irgendwas. Nämlich Papier, das können wir aber nicht nehmen. Weil das hier ist extra für die Collector's Edition. Also nicht der Raum, den kann man immer finden. Aber das da oben sind nämlich Agent Nightingales Notizen. Und das ist recht interessant geschrieben, weil er dann die Notizen, die er gefunden hat von Agent Nightingale, zeigt und immer seine eigenen Gedanken dazu schreibt. Und weil er ja überhaupt nicht weiß, als Außenstehender, was passiert ist, ist das ganz interessant, weil er ja wirklich gar keine Ahnung hat und dann viele Hinweise, die wir verstehen, weil wir dabei waren, dann für ihn so voll das Rätsel sind. Und das ist total geil, weil dadurch merkt man halt, warum niemand von außerhalb oder auch die Leute in der Stadt vermutlich nicht weitererzählen würden oder nicht mal richtig wissen und verstanden haben, was da eigentlich alles passiert ist innerhalb dieser 2 Wochen. Und zwei Wochen, ja. Und genau. Und es gibt ein paar sehr interessante Sachen, sehr interessante Details. Und zum Beispiel Agent Nightingale ist deswegen so ein bisschen dem Alkohol abgeneigt. Sagt man das so? Oder möchte halt, oder trinkt halt viel und ist so ein bisschen komisch drauf und so unglaublich aggressiv und hat so unglaubliche Angst vor dem, was Alan seiner Meinung nach tun könnte, weil er kurz vorher seinen Partner verloren hatte. Wie genau, ist nicht klar. Oder wird in den Dokumenten nicht klar. Und hat es halt nicht geschafft, das zu verkraften. Und ist gar nicht offiziell als FBI-Agent, also er ist gar nicht auf einer richtigen Mission in Bright Falls, sondern er wurde rausgeschmissen, weil er halt so schlecht drauf ist, psychisch. Und hat sich selbst aufgemacht und die Leute und seine Vorgesetzten wissen gar nicht, was er da tut. Und deswegen gibt es auch so Sachen wie die kleine Unterhaltung mit Sheriff Breaker, als sie im Gefängnis waren, wo sie sagt, ich möchte ihren Vorgesetzten sprechen und er dann sagt, und er erst ausrasten möchte und dann er versucht ganz ruhig zu erklären, so, das geht gerade nicht, tut mir leid. Und so, also er möchte nicht durchblicken lassen, dass er eigentlich nicht offiziell da sein darf. Agent Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not possible right now. Das ist schon mal ganz interessant. Und warum er vor Alan Angst hat, ist halt so, ist mir jetzt mehr oder weniger klar. Es gibt nichts Direktes, woraus man schließen könnte, also was da los ist.
Also warum er so viel Angst hat. Aber es gibt halt viele Sachen, die auf seine Psyche hinweisen, was dieser, was der Autor, also der Reporter halt auch immer kommentiert, meine ich. Und zwar sagt er dann zum Beispiel, dass aus vielen der Manuskripte oder Interviews, das sind auch Interviews, mit all, die er mit all den Leuten geführt hat, die er auf unserer, auf der Jagd nach uns getroffen hat, mit Rose und Pat Main und sowas. Und Dr. Emil Hartman und ähnlichen. Die natürlich alle nicht sehr kooperativ sind, wegen Agent Nightingales Fahne und Rumschwenken seiner Waffe. Auf jeden Fall, wollte ich gerade irgendwas sagen? Ja, genau, es lässt viel darauf schließen, dass er halt psychisch so ein bisschen wie so labil ist. Und der Reporter kommentiert es auch, der sagt dann zum Beispiel auch, dass Agent Nightingale sich einerseits verlassen fühlt, weil er seinen Partner verloren hat, er ist betrunken den ganzen Tag und versucht das zu vergessen. Ist in einer Umgebung, die er nicht kennt, weil es ist ja für ihn gruselig. Er kennt ja all diese Leute nicht, diese Community, die scheinbar alle so untereinander sind, aber ihm nicht verraten wollen, was das Geheimnis ist und sowas. Und es frustriert ihn, also er ist unter sehr viel Druck. Und der Reporter fängt sogar an, in dem Dokumenten sehr viel Mitleid für ihn zu empfinden. Und ich habe auch angefangen, Mitleid für ihn zu empfinden, weil ich dann erst verstanden habe, warum er sich so verhält. Weil das ist das Ding. Es gibt viele Filme oder auch Spiele, wo es dann immer so Romane dazu gibt oder irgendwelche Bücher oder was auch immer. Man sagt, oh, du musst das Buch dazu lesen, dann macht das noch mehr Sinn. Aber oft ist das eher so davon abgekapselt und die Leute interpretieren mehr Sinn rein, aber der Autor des Buches hat nicht wirklich mit den Leuten des Spiels oder des Films zusammengearbeitet, sondern sich selbst damals ausgedacht. Das ist eher Fanfiction. Hier ist es allerdings so, dass Sam Lake selber all diese Dokumente geschrieben hat, der ja der Autor des Spiels ist. Er sich von Anfang an das so überlegt hat, dass all diese Dinge schon passiert sind, bevor das Game anfängt. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so viel mehr erzählen, bevor wir jetzt endlich wieder anfangen hier. Ich möchte auch niemanden langweilen. Wobei, vielleicht interessiert euch das ja auch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren da Agent Nightingale, habe ich jetzt besser verstanden. Und es macht auch Sinn mit den Charakteristiken, die er im Spiel zeigt. Also es ist auch verständlich, dass er zwar so ein bisschen so aggressiv und sowas, aber dass er zum Beispiel Alan, wenn er ihn in der Hütte findet, auf der Anderson-Farm findet, dass er ihn nicht direkt erschießt, sondern dass er ihn dann doch in Gewahrsam nimmt, weil er ist zwar so ein bisschen durch den Wind, aber auch nicht zu weit. Genau, und da waren noch andere Sachen drin, da war zum Beispiel noch zwei Geschichten drin von Alan, die Alan geschrieben hat, oder besser gesagt Sam Lake, die ziemlich geil waren, also einmal die erste Pulp-Novel-Geschichte, die Alan zu Papier gebracht hat, als er so 18 Jahre alt war. Sehr, sehr geile Geschichte. Und ein Kapitel aus dem Alex Casey-Buch The Sudden Stop. Und holy shit, die waren beide verdammt gute Geschichten. Also wo ich dann wirklich das gelesen habe und ich habe kurz vergessen, dass es eigentlich zu Alan Wake gehört. Und ich habe das gelesen und dachte mir, wow, ich freue mich schon auf das nächste Kapitel, aber es war nur ein Kapitel drin, so als Beispiel. Und dann habe ich weitergeblättert und ich so, oh, ach ja, stimmt. Ich lese ja die Alan Wake Files, also es war richtig nice, also mir hat das sehr gut gefallen. Und halt viele Details, also auch noch ganz schnell, bevor wir reinspringen, weil das jetzt mit dieser Folge nicht so viel zu tun hat, sondern nur mit den Sachen, die vorher passiert sind. Es gab auch ein Kapitel, das hieß Bright Falls History. Und da ging es um Dinge, die in Bright Falls schon vorher passiert sind. Bevor das mit Alan. Und alle diese Sachen haben klitzekleine Hinweise darauf, dass sie immer mit der Dunkelheit und dem Cauldron Lake zu tun haben, so ein bisschen. Weil es gibt dann so eine Geschichte von einem Pärchen, das irgendwo im Wald verschwunden ist, oder von einem Mann, der als Challenge versucht hat, in der Wildnis zu überleben und einen ganzen Winter verschwunden war und alle ihn für tot abgetan haben und er ohne irgendeine Verletzung oder was auch immer oder ohne eine Krankheit wieder zurückgekommen ist und das tatsächlich überlebt hat. Und daraufhin aber einen Tag später spurlos verschwunden ist und keiner weiß, wo er ist. Und dann wurde halt, hat der Reporter halt auch so ein bisschen so die Theorie gehabt, dass das mit der Dunkelheit zu tun hat, dass er so einen Pakt mit der Dunkelheit geschlossen hat. So bringt mich, so er war wahrscheinlich kurz am Sterben, die Dunkelheit hat dann ihn berührt und gesagt, ich kann dich hier lebend rausbringen und sowas. Und der Preis dafür war wahrscheinlich, dass er danach dann mit in die Dunkelheit gezogen würde. Genau, und noch viele andere Geschichten, aber alle haben immer wieder Hinweise, dass das mit der Dunkelheit zu tun hat. Also Leute, die dann
Krähen gemalt haben. Eine ganz alte, das fand ich geil, dieses Symbol, was die Cynthia Weaver malt, diese Fackel, dass sie mit der Leuchtfarbe malt und wo sie dann die Sachen hin tut, das hat 1800 irgendwas, hat das schon mal jemand gemacht, da haben das Leute an Minenschächten gefunden, was jemand ins Holz gekratzt hat, diese Fackel, und geschrieben hat, you're only walk in the light, genau. Und das Buch endet damit, dass der Reporter seine letzte Notiz schreibt und dass er dann am Ende, als er alles rausgefunden hat und das Gefühl hat, dass er versteht, was da vor sich geht, auch wenn er nicht mal nah dran ist. Man merkt ja so ein bisschen, dass er so ein bisschen wahnsinnig geworden ist durch all diese Sachen, die er da gelesen und rausgefunden hat. Und dann endet das damit mit so einem Monolog, wo er dann quasi nur für sich selbst so reinschreibt, so, dass er nach Hause kommt, so seine Familie ist weg. Die Eltern seiner Frau lassen ihn nicht mit ihm reden und seine Kinder darf er nicht sehen, aber es ist ihm egal, denn er läuft ja im Licht. Also, sehr geil. Ich guck mal kurz, mir hat jemand gerade eine Nachricht geschrieben und dann starten wir sofort.